Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es um die nähere Betrachtung eines Interviews mit dem AfD-Politiker Petr Bistron am Tag, als die Änderung des Infektionsschutzgesetzes beschlossen wurde. Den Schnipsel habe ich gefunden beim Retter der Meinungsfreiheit. Ich kann nur empfehlen, diesen Kanal zu abonnieren, da er wahnsinnig viele gute Clips hochlädt. Ich könnte meinen ganzen Kanal allein damit bestreiten, diese ganzen Schnipsel zu analysieren. Gehen wir im Folgenden das Interview Stück für Stück durch. Und vor allem, das ist nicht zum ersten Mal. Diese Bewegung gibt es seit Wochen, seit Monaten. Also die Politik muss das zur Kenntnis nehmen, dass große Teile der Bevölkerung absolut dagegen sind. Anfangen tut das Statement schwach von Petr Bistron. Warum? Er sagt hier, die Politik müsse die Bewegung zur Kenntnis nehmen. Das klingt erstmal nicht weiter schlecht. Das ist halt so ein typischer Allgemeinplatz. Aber es ist ein naiver Satz und er ermutigt die Leute in den Altmedien und andere Linksextremisten, ich setze das immer in Anführungszeichen, weil eigentlich der Begriff links nicht passend ist, aber es zeigt, dass Petr Bistron diese Leute noch nicht ganz verstanden hat, ihre Abscheulichkeit noch nicht umrissen hat. Wahrscheinlich möchte er es nicht wahrhaben, aber es ist natürlich so, diese Leute, die nehmen das natürlich ganz genau wahr. Da darf man sich überhaupt keine Illusionen machen. Die Altparteien und die etablierten Medien, die Altmedien, sie nehmen ganz genau zur Kenntnis, was Querdenken sagt. Sie nehmen auch ganz genau die neue WHO-Studie mit John Ioannidis zur Kenntnis. Sie nehmen alles ganz genau zur Kenntnis. Diese Leute wissen über alles ganz genau Bescheid. Wenn man jetzt sagt, ja, diese Leute, sie müssten das mal zur Kenntnis nehmen, da gibt man ihnen ein Alibi für ihre Handlungen. Weil dann attestiert man ihnen Dummheit, dass sie es noch nicht verstanden haben, was Sache ist sozusagen. Oder die Fakten oder was die Leute wollen, was ihre Argumente sind. Die Sterblichkeit insgesamt aller Personen liegt der Studie nach, die wiederum alle Studien, also 23 Studien, die Rückschlüsse zulassen, legt nahe, dass die Sterblichkeit bei 0,26% liegt und bei Leuten unter 70 Jahren bei 0,05%. Aus diesem Licht heraus betrachtet ist sehr fragwürdig, dass die grundrechtseinschränkenden Maßnahmen wegen dieses Virus gerechtfertigt waren und vor allem, dass die Änderung des Infektionsschutzgesetzes dauerhaft, dass sie gerechtfertigt ist. Petr Bistron baut hier die Brücke zu sagen, ach, tut uns leid, wir wussten es nicht besser. Und dadurch haben die Altmedien und die Altparteien kein Risiko mehr, weil sie werden dann nachher nicht zur Haftung genommen. Weil sie da sagen können, oh, tut uns leid, wir haben es ja nicht besser gewusst, es war alles ein Außersehen. Sondern Petr Bistron muss hier klar machen, ihr haftet später dafür. Wir wissen, dass ihr das wieder besseren Wissens gemacht habt. Ihr habt die Einschätzung, das kennt ihr, das habt ihr alles gewusst. Wir registrieren das und vielleicht dreht sich der Wind und dann haftet ihr später dafür. Das würde diesen Leuten Angst machen. Wenn überhaupt, dann würde das den Leuten Angst machen, dass sie in Zukunft irgendwann mal dafür haften müssen. Wenn jetzt aber Petr Bistron sagt, oh, ihr nehmt das nicht zur Kenntnis, dann müssen sie noch nicht mehr dafür haften, wenn es schief geht, ihre Aktion. Sie sagen Ermächtigungsgesetz, das war ja das Gesetz, mit dem die Nazis 1933 die Demokratie abgeschafft haben, mit Abermillionen Toten in der Konsequenz. Ist das Ihrer Meinung nach wirklich ein angebrachter Vergleich? Ja, selbstverständlich, gerade deswegen benutzen wir das, um die Menschen wach zu rütteln. Das ist jetzt ganz wichtig. Aus meiner Sicht, dass er hier nicht den Rückzieher macht und sagt, oh ja, das war vielleicht, wir wissen es nicht ganz genau, sondern dass er sich dahinter stellt. Weil das ist ja genau das, was die Altmedien, Altparteien nicht wollen. Sie wollen eigentlich sagen, ja, ist jetzt nur eine Kleinigkeit und es ist ja eigentlich alles nicht halb so wild. Sie haben keine Lust, dass die Brisanz dieses Gesetzes auf den Tisch gebracht wird. Und es war ja auch so, das Ermächtigungsgesetz von 1933, jetzt kam ja auch diese Kritik an dieser Rednerin, an dieser 22-Jährigen in Hannover, mit dem Sophie Scholl-Vergleich. Als das Ermächtigungsgesetz 1933 verabschiedet wurde, da hat auch Göring, da hat ein Kommentator ein super, super Zitat gebracht von Göring, nun haben sie sich nicht so mit Verfolgung, ist doch hier keine Verfolgung. Also die Nazis haben es damals auch runtergespielt. Natürlich kann man jetzt sagen, ja, es ist jetzt ja noch keiner, es ist jetzt ja noch nichts passiert. Also was heißt noch nichts passiert? So wie AfD-Querdenken schlecht gemacht werden, wie sie ausgegrenzt werden, aber wie sie auch lächerlich gemacht werden, so schlecht wie möglich dargestellt werden.
Das fängt ja auch schon an, wie auch die AfD-Leute aus Berufen ausgegrenzt werden sollen. Dann ist das alarmierend. In höchstem Maße. Und warum soll man denn das Risiko eingehen mit so einem Gesetz, dass es noch viel schlimmer kommt? Allein das Risiko zu vermeiden, das ist ganz wichtig. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass Peter Büstron hier dabei bleibt und überhaupt diesen Vergleich gezogen hat. Die Menschen wachzurütteln, die noch nicht verstehen, wie schwerwiegend die Verletzungen der Grundrechte sind, die in diesem Gesetz jetzt durchgepeitscht werden sollen. Sie rechnen mit Abermillionen Toten durch eine Diktatur. Nein, das ist was anderes. Aber Sie machen das, spielen doch mit dem Begriff. Nein, wir spielen nicht mit den Toten, wir spielen ganz klar darauf an, dass hier die Grundrechte eingeschränkt werden. Und das war der Anfang. Wohin dann die Reise geht, das werden wir noch sehen. An dieser Stelle hätte Peter Büstron den Reporter scharf angreifen können. Zur Zeit des Ermächtigungsgesetzes 1933 wusste auch niemand, wie die Geschichte weitergeht. Genauso ist es jetzt auch nicht auszuschließen, dass es noch Millionen Tote gibt. Die Altmedien und die Altparteien möchten es als absurd hinstellen, dass es Millionen Tote gibt, aber das ist überhaupt nicht absurd. Wir sollen denken, dass das absurd ist. Das ist überhaupt nicht absurd. Es gab ganz viele Massenmorde im vergangenen Jahrhundert, überall auf der Welt. Gerade in Deutschland vor 80 Jahren. Warum soll es ausgeschlossen sein, dass sich sowas wiederholt? Die Menschen sind nicht anders als früher. Die Altmedien und die Altparteien möchten suggerieren, wir leben in Disney World. Es ist jetzt alles ganz harmlos. Wir müssen uns keine Sorgen machen. Es ist alles gut, die Menschen sind alle lieb. Wir sollen eingeschläfert werden. Und Peter Büstron kann hier deutlich machen, wir passen auf. Wir kennen euch. Und es ist ja auch so wie die AfD schlecht gemacht wird, entmenschlicht wird mit dem Populismusbegriff. Wie auf perfideste, unmenschlichste Weise getäuscht wurde schon in den letzten 10 Jahren. Peter Büstron kann hier gleich sagen, ich traue Ihnen alles zu. Ich traue Ihnen zu, dass Sie mich umbringen wollen. Das hätte er genauso gleich in die Kamera dem Mann sagen können. Ich traue Ihnen zu, dass Sie mich umbringen wollen. Ich traue Ihnen und der Regierung zu, dass Sie KZs aufmachen und dass Sie uns da reinstecken wollen. Wie sollen wir das glauben, dass Sie das nicht tun wollen? Wie sollen wir das ausschließen? Wir wollen dieses Risiko nicht eingehen und deswegen wollen wir dieses Gesetz nicht. Wir wollen die Grundrechte in Kraft halten und wir wollen dieses Risiko nicht eingehen. Wenn es nicht so kommen sollte, schön, aber wir wollen dieses Risiko nicht eingehen. Und so zu tun, als gäbe es dieses Risiko nicht, das ist Geschichtsvergessen und nicht vor Gefahren zu warnen. Ganz klar darauf an, dass hier die Grundrechte eingeschränkt werden. Und das war der Anfang. Wohin dann die Reise geht, das werden wir noch sehen. Aber Sie finden es kein gefährliches Spiel, dass man sozusagen Leute signalisiert, wir haben jetzt sozusagen Frau Merkel ist aller Bitte und wir haben jetzt die gleiche Situation wie 33. Das kann ja auch zu Gewalt führen. Ach kommen Sie, wir werden seit 7 Jahren ständig mit irgendwelchen Nazi-Vorwürfen überhäuft, obwohl wir als Partei überhaupt nichts mit dieser Ideologie zu tun haben. Das stört Sie überhaupt nicht, da machen Sie als ARD, CDF sogar mit, das transportieren Sie. Und jetzt ist das plötzlich, ganz großes Vergehen, wenn wir das gleiche Spiel machen und sagen, die Regierung verhält sich genauso wie die Nazis damals 33. Also, ja. Was hier gefährlich ist, ist das, wie sich die Regierung verhält. Hervorragend ist dieser Vergleich, der die Doppelmoral deutlich macht. Es gibt ja immer den Vorwurf der Lügenpresse. Und der Trick von den Altmedien ist ja, dass sie meistens nicht direkt lügen, sondern sie täuschen. Und dass es immer ein bisschen schwer ist, sie zu greifen. Und mit solchen Vergleichen kann man sie hervorragend greifen. Jedes Mal, wenn der Reporter so eine unverschämte Frage stellt, so eine einseitige Frage stellt, wo man schon spürt, es ist fies, da bietet sich auch die Möglichkeit, diese Leute zu greifen. Man muss nur genau genug nachdenken. Und hier hatte Peter Büstron sofort den Vergleich parat, der es entlarvt. Nämlich, dass die AfD ständig mit Nazi vergleichen, dass damit der Holocaust und die Nazi-Herrschaft relativiert werden. Aufs Schlimmste. Und dass die etablierten Medien diese Vergleiche die ganze Zeit über, pausenlos, die ganze Zeit laufen, über Jahre hinweg, dass diese Vergleiche nie kritisiert wurden. Hier hätte er noch viel offensiver deutlich machen können. Sie kritisieren das jetzt. Sie haben es jahrelang nicht kritisiert, solche Vergleiche. Was gefährlich ist auch, dass die Medien nicht die Rolle spielen, die sie spielen sollten. Sie sollen die Wachhunde der Demokratie sein. Sie sollen den Regierenden auf die Finger schauen. Sie sollen kritisch das begutachten, was die
die an der Macht sind, was sie machen und nicht, was die Opposition sagt. Die Medien hätte er hier noch viel stärker zur Rechenschaft ziehen müssen, betonen müssen, dass sie ihrer Verantwortung nicht gerecht geworden sind, dass sie einseitig Dinge nicht hinterfragen, nicht beleuchten und dass sie ein großes Vergehen damit auf sich geladen haben. Und dass er eben damit den Leuten auch Angst macht, dass dieses Vergehen, dass man das auch irgendwann mal juristisch aufarbeiten könnte und dass sie dadurch ein Problem bekommen könnten. Und dass man das bei der AfD sehr wohl registriert und dass Teile der Bevölkerung das wahrnehmen und dass es sein könnte, dass die Aufmerksamkeit dadurch noch auf mehr Leute übertragen wird und irgendwann der Kipppunkt kommt und es ein juristisches Verfahren gibt. Weil diese Täuschung, diese bewusste Täuschung und Manipulation, wie sie in den vergangenen Jahren stattgefunden hat, ist nachweisbar. Etwas unpräzise war er dabei, als er gesagt hat, es wäre nicht die Aufgabe, die Opposition zu beleuchten. Natürlich ist es die Aufgabe, auch die Opposition zu beleuchten, aber die Verhältnismäßigkeit von dem, was beleuchtet wird und was nicht beleuchtet wird, indem nur jedes haarkleine Verfehlung bei der AfD oder bei Querdenken beleuchtet wird, rückt alles andere in den Hintergrund und dadurch wird ein vollkommen falscher Eindruck erzeugt. Unverhältnismäßiges Hervorheben und Verschweigen und dazu fehlende Differenziertheit und manipulative Tricks. Und das könnte er auch hier gleich so benennen. Die ganzen Täuschungsmethoden kann er ihm hier gleich vorhalten. Das versuchen wir auch, machen wir auch. Jetzt wollte ich Sie nochmal fragen, ist Querdenken für Sie als AfD? An der läppischen Art und Weise, wie der Moderator sagt, ja sicher, machen wir auch, merkt man schon, wie dreist diese Leute sind. Wie skrupellos. Dieser Mann weiß ganz genau, dass er täuscht. Er weiß ganz genau, was er macht. Die einseitige Themenlenkung seit Jahren, wie das läuft. Wie die AfD entmenschlicht wird. Wie jetzt der Ruf von Querdenken in gleicher Weise ruiniert wird. Dieser Mann ist sich dessen ganz genau bewusst und sagt dann ganz läppisch und locker, ja, dessen sind wir uns bewusst, das machen wir, das machen wir. Das behauptet er. Und hier hätte Peter Büstrom einhaken können gleich und sagen können, nein, das machen sie eben nicht. Und sie wissen es auch, dass sie es nicht tun. Sie täuschen. Sie begehen hier eigentlich ein Verbrechen. Wenn er das diesem Mann deutlicher sagt, dann hat das, natürlich kann man jetzt sagen, ZDF wird das nicht senden, aber erstmal ist es motivierend für die eigenen Leute. Aber es ist auch demotivierend für diese Leute. Erstens, sie merken, sie werden durchschaut. Wenn sie durchschaut werden, dann ist die Motivation weg. Wissen, ein Wissensvorsprung bedeutet immer Macht. Wissen ist Macht. Und immer, wenn man was weiß, was der andere nicht weiß, dann fühlt man sich stark, fühlt man sich überlegen. Ich spiele mit dir, du merkst es nicht. Wenn Peter Büstrom zeigt, ich kenne dich, das überrascht mich gar nicht. Ich weiß, wer du bist. Ich weiß, was du machst. Ich weiß, wie niederträchtig du bist. Du hast es nötig, so zu sein. Das widert mich an. Dann ist das schon mal demotivierend. Das wurde die ganze Zeit über verpasst. Die ganze Zeit über die Jahre haben sich eigentlich diese ganzen konservativen Leute über den Tisch ziehen lassen. Und das war ganz, ganz furchtbar, weil das hat diese Leute erst richtig motiviert. Weil sie dann diesen Wissensvorsprung spüren, die Stärke spüren. Und als zweites kommt noch der wahrscheinlich noch schwerwiegendere Grund der Haftbarmachung. Dass wenn Peter Büstrom deutlich macht, ich weiß dir, was du machst, dass das verbrecherisch ist, dann weiß dieser Mann, oh, ich kann da vielleicht in Zukunft verhaften. Ich muss mich vorsehen. Das heißt, hier wäre noch die Gelegenheit gewesen, diesen Menschen abzubringen von dem, was er hier gerade macht. Indem er hier deutlich macht, ich weiß, was du machst und du haftest später dafür. Wart nur ab. Und ich will auch persönlich dafür sorgen, dass diese Leute später einmal dafür haften, was sie machen. Dafür will ich alles tun. Das versuchen wir auch, machen wir auch. Jetzt wollte ich Sie nochmal fragen, ist Querdenken für Sie als AfD im Bundestag sowas wie ein Verbündeter, also der verlängerte Arm der Straße? Ist da eine, sozusagen, wächst da was zusammen, Ihrer Meinung nach? Ja, da wächst was zusammen, weil wir als AfD, wir sind die einzige echte Opposition. Mit dieser Frage versucht er, mit dem negativen Ruf von Querdenken, der erstellt wurde, auf die AfD abzufärben. Sagen, diese Verbindung zu haben, ja, AfD ist jetzt gleich Querdenken. Jetzt kann man sozusagen die AfD für das haftbar machen, was Querdenken, was, welche Fehler man Querdenken irgendwie anlasten kann. Position im Bundestag. Diese ganzen Menschen sind verraten worden von den Altparteien. Niemand, Sie werden das heute sehen, wir haben eine namentliche Abstimmung. Von den Altparteienpolitikern wird kaum jemand für die Belange dieser Menschen stimmen. Wir sind die einzige Opposition, deswegen vertreten wir die im Bundestag. Und deswegen sind wir auch hier. Schauen Sie sich doch um, welche Politiker von welchen Parteien sind hier mit den Menschen. Ja?
Herr Höcke hat sich kürzlich gesagt, in dieser Situation gibt es kein Rechts oder Links mehr, sondern es gibt nur noch sozusagen was Eines für die Freiheit. Sehen Sie das auch so? Weil ja, es gibt absolut. Ja auch hier Friedensflaggen, sagen wir eher linkes, traditionelles Klientel. Absolut, absolut richtig. Hier diese Demos stehen in der großen... Was der Interviewer jetzt macht, jetzt hat er seine Fragen gestellt, die er eigentlich stellen wollte, hat gemerkt, okay, jetzt hat er nichts zum Senden bekommen, nichts, was ihm weiterbringt, aber da soll jetzt der Schein gewahrt werden. Ja, wir stellen auch freundliche Fragen, wir sind ausgewogen. Aber dieser Interviewer weiß selbst, die Frage, die er jetzt stellt, ist vollkommen bedeutungslos und es interessiert ihn auch gar nicht. Hier diese Demos stehen in der großen Tradition der Friedensdemos der 80er Jahre. Die stehen aber auch in der großen Tradition der Pegida-Demonstration. Hier gibt es kein Links, kein Rechts. Das ist einfach, das ist das Volk, das sind die Menschen. Und wir haben hier eigentlich eine Trennung zwischen unten und oben. Wir haben hier eine Trennung zwischen dem Volk und den Herrschenden. Vielen Dank. Gerne. Dankeschön. Jawohl. Petr Bystrom redet sich hier die Lage schön. Es ist eben nicht so, dass die Mehrheit der Bevölkerung gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert, sondern die Demonstranten sind eine Minderheit. Aber woran liegt das? Es liegt an der einseitigen, unausgewogenen Berichterstattung der Medien seit Monaten, wo auf unverhältnismäßige Weise Panik geschürt wird, indem intransparent berichtet wird, eine Übersicht der Bevölkerung über die Lage dadurch verhindert wird. Stattdessen wird es als Selbstverständlichkeit hingestellt, dass die Maßnahmen richtig sind oder es noch viel härtere Maßnahmen geben müsste. Die allermeisten Artikel befassen sich damit, dass einzelne Meldungen herausgegeben werden, die normalerweise bei Erkältungskrankheiten nicht herausgegeben werden. Es sterben tagtäglich in Deutschland 2600 Menschen, 933.000 Menschen im Jahr. Dadurch, dass einzelne Meldungen herausgegeben werden, wie jemand stirbt, oder dass ein Krankenhaus überfüllt wird, wird suggeriert, dieser Zustand sei einzigartig. Dabei war es 2017, 2018 auch so, dass die Krankenhäuser übergelaufen sind oder momentan laufen sie ja noch gar nicht über. Aber damals standen die Krankenhausbetten in den Gängen. Dadurch, dass die Medien das jetzt berichten, das aber früher nicht berichtet wurden, nehmen sie absichtlich einen Falscheindruck in Kauf. Weil die Leute natürlich denken, dadurch, dass es jetzt gemeldet wird, es früher nicht gemeldet wurde, ist es jetzt einzigartig, was es aber nicht ist. Es werden immer mal wieder die Zahlen eingeordnet. Aber das geht unter. Es ist selten und vor allen Dingen die entscheidenden Informationen, wie die WHO-Studie, treten vollkommen in den Hintergrund. Werden ignoriert. Vor allen Dingen diese anderen Artikel, diese panikmachenden Artikel, ignorieren diesen Artikel, sodass die Leute in die Irre geführt werden. Natürlich sind die Leute auch zu einem großen Grad selber schuld, weil sie sich besser informieren müssten, hinterfragen müssten. Aber die Medien wissen eben ganz genau, dass wenn jetzt jemand 8 Stunden einer regulären Arbeit nachgeht, eine Familie hat, dann hat er vielleicht eine halbe oder eine Stunde Zeit, Medien zu konsumieren. Und davon ist dann vielleicht eine halbe Stunde Corona, weil es ja auch noch andere Themen gibt. Das heißt, es ist vollkommen klar, dass die normale Bevölkerung, dass es keine Experten sind. Dadurch, dass Petr Bystrom gesagt hat, ja, die Politiker nehmen die Bevölkerung nicht wahr, entlastet er die Medien. Weil wenn es so wäre, wie Petr Bystrom es sagt, dann wäre ja die Arbeit der Medien okay. Er muss genau in den Vordergrund stellen, dass die Bevölkerung getäuscht wird. Das muss er kommunizieren. Wenn er sich die Sache schönredet, dann schadet er seinem eigenen Anliegen. Mein Statement kommt jetzt vielleicht insgesamt kritisch herüber, aber es ist natürlich so, dass es sich im Nachhinein immer leicht sagt, was man hätte besser machen können. Es sollen ja nur Anregungen sein. Ich weiß nicht, was ich alles für Fehler gemacht hätte, die ich dann im Nachhinein kritisieren kann. Wie gesagt, sollen es ja nur Anregungen zur Verbesserung sein. Ich finde, Petr Bystrom ist ein ganz toller Abgeordneter. Ich finde, er ist einer der Besten in der AfD. Ich habe von ihm bis jetzt nur gute Sachen gehört. Und ich fand auch, das soll jetzt nicht darüber hinwegtäuschen, dass mir persönlich dieses Interview sehr gut gefallen hat. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ihr noch anders gemacht hättet, was euch sonst so einfällt. Macht's gut.